Na, ihr Urknudeln, und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir tatsächlich einen Magma-Ibarok besiegt und ordentlich Beute gemacht, aber fürs Erste werden wir uns weiter hier an diesem Weg halten und weiter Richtung Goronia vordringen. Ich weiß gar nicht, in welcher Etappe ich bin. Ich glaube, ich bin immer noch in der ersten. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich Schilder zu Gesicht bekomme, wo dann draufsteht, du bist in Etappe 1, 2 und so. Vielleicht kommt es noch, vielleicht war das alles wirklich nur Etappe 1, kann ich mir gut vorstellen. Denn ich meine, wir sind erst da und der Todesberg ist das da. Da kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu. Und dieses Gebiet wird uns noch lange in seinen feurigen Krallen gefangen halten. Aber ich mag es hier, es ist nett hier. Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich nicht auf die Brandschutzmedizin-Verkäuferziege gehört habe und mir nur 3 gekauft habe, sondern 7 habe ich gekauft, ne? Ja, glaub schon. Weil wir hier wirklich Zeit haben, alles zu erkunden, wobei so viel Zeit auch nicht. Aber warte mal, das sieht doch schon wieder verdächtig aus und schon bin ich wieder im Entdeckerrausch. Immer wenn ich sage, und das sieht doch auch schon wieder verdächtig aus, dann kann nichts Positives daraus erwachsen. Warte mal ganz kurz. Wie bitte? Ich habe nur noch 2 Stück? Was? Unmöglich. Ich habe doch höchstens 3 verbraucht erst. Ich habe mehr als 6 gekauft. Okay. Siehst du, da sind nämlich Ärzte. Aber auch Feuergegner. So, was machen wir? So, alles klärchen. Verdammt. So. Das haben wir gemeistert. Dann kommt jetzt der Erzbohrer zum Einsatz. Mist. Ja, Bernstein immerhin. Und hier noch ein Opal. Das dachte ich mir, hier ist noch so eine... Ja, Grotte mehr oder weniger. Verdammt, lass doch los, Link. Nein, und er springt in die Lava. Ladies and Gentlemen, ein... 1 blödes Link. So, und tschüss. Nein. Wirst du bitte loslassen? Danke. So, alles klärchen. Weil hier ist es nicht so gesund für mich, deswegen sollte ich hier schnell arbeiten. Ein Rhodonit. Nein, aber egal. Jetzt muss ich mich definitiv mal heilen. Der Rhodonit bleibt, ne? Heilen, 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 schnell, bevor noch irgendwas passiert. Jetzt komme ich natürlich ins Dilemma. Ich habe nicht mehr viel Brandschutzmedizin und nur noch Essen, was einen Effekt dabei hat und somit meinen Brandschutz überschreiben würde. Davor habe ich schon ein bisschen Angst gehabt. Naja, dann muss ich jetzt doch zu drastischeren Mitteln greifen. Es ist eine sehr, sehr große Verschwendung, Maxi-Sachen zu essen, roh. Weil die in Gerichten natürlich die maximale Anzahl der Herzen wiederherstellen. Warte mal, wo bin ich denn hergekommen? Ich bin doch da hergekommen. Warte mal, wie komme ich wieder zurück? Nein! Hä? Wie bin ich denn da hergekommen? Ich bin gerade so leicht frustriert. Nee, ich muss wieder was essen. Ich habe Angst, dass ich hier umkippe gleich. Schleichlinge halt. Nein! Fast hätte ich es geschafft. Ich glaube, ich bin an der falschen Stelle, weil hin bin ich doch ganz einfach gekommen eigentlich. So, danke sehr. Und ich bin wieder fast tot. Ach ja. So. Und das alles für ein paar Erze. Das schillert aber ganz schön. Bernsteine, Topaz, Saphir. Okay. Okay, da haben wir so einen Wasserfall. Interessant. Wir haben zwar Beute gemacht, aber zu einem hohen Preis.
Ich hätte es auch einfach so machen können. Und das Gebiet markieren können und dann später, wenn ich mehr Medizin habe, zurückkommen können. Wäre aber zu einfach gewesen. So. Da ist ein Schild. Und zwar Todesweg Etappe 3, Südmine. Aha, ich bin also an der Südmine. Genau, perfekt. Ah, guck mal. Oh, wie süß. Ein Babykorone. Oh, mein Gott, ist das süß. Oh, guck mal. Pupunda. Hey, hör mal zu. Was ist denn? Warum beklagt sich gerade andauernd? Keine Ahnung. Warum? Warum weißt du das nicht? Wenn du erwachsen bist, dann kann man ja wohl verlangen, dass du Bescheid weißt. Oh, freches Kind. Aber süß trotzdem. Oh mein Gott, ist das putzig. Was ist das? Ach, ein Gorone. Pick. Ah, guten Tag. Ja? Ein Hylianer. Ah, das geht nicht. Warum? Aber. In Goronia regnet es. Es regnet Lavabrocken. Das klingt natürlich sehr unfreundlich. Ich muss dahin. Wirklich? Ich muss dahin. Du willst dorthin? Oder du willst wirklich gehen? Willst du dich umbringen? Nein, das geht nicht. Hylianer sind sehr empfindlich. Es sind nicht nur Lavabrocken. Der ganze Zwerg ist weiß. Moment, das stimmt nicht. Der ganze Berg ist heiß. Oh, wie süß. So ein süßes Kind. Ach, ist jedenfalls zu gefährlich, sagt mein Papa immer. Ja, aber gefährlich ist mein 77. Vorname, mein Guter. Wen haben wir denn hier? Eine Schlafmütze. Borin. Okay, der ist gerade mit sich selbst beschäftigt, sagen wir mal so. Wen haben wir denn da noch? Hallöle. Masaki. Ah, du kommst gerade richtig. Ich bin gerade auf dem Heimweg von Goronia. Aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja nur ein paar von diesen Löschechsen vom Todesberg fangen. Aber die sind mir zu flink. Kannst du vielleicht welche für mich fangen? Für 10 Löschechsen würde ich dir eine Antifeuerrüstung geben. Hallöle, eine Antifeuerrüstung. Was sagst du? Bringst du mir diese Löschechsen? Aber natürlich alles, was du möchtest. Okay, ich habe ja letztens gesagt, wie cool es wäre, wenn wir eine Feuerresistenzrüstung hätten. Und wir haben nun die Chance auf eine solche. Gerade vorhin ist ja eine entlang gerannt. Warte mal ganz kurz, wie viele habe ich denn? Ich habe ja schon ein paar eigentlich, gell? Ich müsste schon welche haben. Mindestens eine. 2 Stück. 10 brauchen wir noch. Okay, aber das machen wir auf jeden Fall. Dann würde ich fast sagen, aber ich will auch mit den Leuten reden. Das können wir machen. Deshalb braucht ihr auch keine Medizin. Aber das scheint hier wirklich ein Bergbaugebiet zu sein. Grada, was ist? Nichts. Okay, ach, das ist Grada, die Meckerliese. Und Dürkel. Bruder, wenn ich glücklich bin, dann ist der Chef glücklich. Und wenn der Chef glücklich ist, dann ist das ganz Goronia glücklich. Los, grab das Erz aus. Dann verdienen wir uns alle eine goldene Nase. Ups, das geht ja eigentlich gar nichts an. Harte Arbeit, was? Jawohl. Der Reichtum von Goronia fußt auf der harten Arbeit, die wir hier leisten. Noch besser wäre es, in der Nähe des Gipfels zu graben, aber dieses Echsenmonster macht das unmöglich. Gibt's sonst noch was? Wer bist du? Ich? Ich bin der Vorarbeiter der Goronischen Bergbaugesellschaft. Mein Name ist Doril. Ich leite den Abbau hier nach Weisung des Chefs in Goronia. Heute heißt es wieder Graben, Graben, Graben. Was gibt's sonst noch? Goronia? Berg Goronia, wissen wir was das ist. Das Dorf der Goron, da muss ich jetzt nicht nachfragen. Alles klar. Gut, dann macht ihr mal weiter. Was haben wir hier? Ach, Hallöle. Kann ich mich da... Warte mal. Ja, ich kann da Auftrieb... Den Auftrieb nutzen. Um vielleicht da hochzugehen. Was ist, haben wir denn hier? Ach Mensch, es gibt so viel zu erkunden. Und meine Brandschutzmedizin wird langsam knapp. Und ich habe eigentlich Besseres zu tun, aber ne, man kennt's. Man kennt's. Wenn ich drauf gehe, dann spawne ich ja da in der Nähe wieder. Oh, guck mal, die Emus, da, die macht das alles hier nicht so viel aus. Die haben gut gehen, die... Die sind hier angepasst an die Umgebung. Ist hier echt nix? Seriously? Oh, echt. Ich dachte, da oben wäre irgendwas.
Mensch, hier gibt's so viel. Guck mal, da oben ist noch Fläche zum Erkunden. Da, da, da. Aber wir müssen weiter. Um eben Löschechsen zu finden. Das wird das höchste Priorität für mich sein. Okay, weiter geht's. Also wenn ich eine sehe, muss ich sofort schleichen. Oh, vorhin sind die ganze Zeit welche rumgefleucht und gekreucht, aber jetzt nicht mehr. Perfekt. Ein Träumchen. Geflügel gibt's hier genug. Wenn er nach Geflügel gefragt hätte, Etappe 4. Hier entlang nach Coronia. Hätte er nach Geflügel gefragt, dann wäre der Fall kein Problem gewesen. Aber so... Nee, glaubst du, hier ist echt keine im Moment. Er hat ja auch gesagt, auf dem Todesberg. Und da sind wir ja noch nicht drauf. Wir sind ja noch nicht mal in Coronia. Aber meine Brandschutzmedizin lässt mir kaum eine Wahl. Ich muss mich darum kümmern. Oh, der angekündigte Felsregen. Von dem sollte ich mich eher nicht so treffen lassen, glaube ich. Ich würde jetzt hier nur äußerst ungern sterben. Mit den ganzen Reichtümern geladen. Link, richte dich auf. Wir müssen weiter. Es hilft nichts. Aber die Emus irgendwie, die leben hier so fröhlich und zufrieden. Und Bluthitze und Steinhagel, das macht ihnen alles nicht so viel aus. Das beeindruckt die so gar nicht. Oh, nein! Nein! Gerade ist mir ein über den Weg gelaufen. Oh nein. Oh. Die letzte Flasche. Vielleicht, aber ich denke mal... Oh, oh. Das sieht böse aus. Da ist er also, der Todesberg. Mit einem merkwürdigen Getier. Und nicht irgendeinem Getier, sondern dem zweiten Titanen. Wow. Ein echsenartiges Viech. Was sich um den Todesberg schlängelt. Guck mal, eine Kronenstatue, die den Daumen hoch zeigt. Ja. Das ist doch ein Zeichen. Also, der Krone sagt Daumen hoch für dieses Video. Alles klärchen. Nur leider, ich dachte erst, dass Corona ja vor dem Todesberg kommt. Ach, wir sind in Coronia, siehst du? Das ist direkt am Fuße des Todesberges. Krant. Willkommen, edler Link. Kennen wir uns? Hm? Sag mir lieber, ob du die Lavabrocken eben gut überstanden hast. Wegen dieser Lavabrocken kommen kaum noch Besucher hierher. Mir ist zu langweilig, dass ich jeden so begrüße, als wäre einer der legendären Recken. Link war der Hylianer, der vor 100 Jahren gemeinsam mit unserem Recken, dem legendären Daruk, gekämpft hat. Wenn du mir darüber wissen möchtest, frag doch den Chef ganz hinten in der Stadt. Hallo, ich bin hier, Link. Der Held der... Na, Held der Zeit ja nicht mehr, aber... Der Held... von der ganzen Welt und überhaupt... Link, der Hylianer, der Zelda rettet. Oh, ein Kunde. Pylo, bist du ein Reisender? Da muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Folge mir. Das wäre sehr nett, wenn du mich... Oh, ja. So geht's auch. Er kugelt sich da lang. Wir sind noch nicht da. Gedulde dich und folge mir. Okay, dann geh voraus. Ja, dann geh halt auch. Ach, ist das das, was du mir zeigen wolltest? Komm ruhig rein. Du hast das Vergnügen, im Rüstungsladen Muckimarkt zu stehen. Wie kann ich helfen? Kaufen. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Wir wissen jeden Kunden zu schätzen. Mit unserer Ausrüstung bist du auch an Orten sicher, wo noch größere Brandgefahr herrscht als in Coronia. So wie du jetzt angezogen bist, solltest du nirgendwo hingehen, wo es feuriger ist als Coronia. Naja, an solche Orte dürfen eigentlich sowieso nur wir Coronen. Wenn du uns doch was irgendwie helfen? Ja, kaufen. Ah, er will mir nichts verkaufen.
weil ich Kängurone bin. Was für ein Rassismus, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Nee, ich weiß, wo ich bin und ich kann ja nichts kaufen, von daher ist er mir nicht von Nutzen. Ach so, klar. Ich bin immer noch in dem System drin, dass man die Leute anspricht und dann was kaufen kann, aber das ist ja schon ewig nicht mehr so. Okay, und hier bekommen wir auch eine Antifeuerrüstung angeboten, und zwar ohne Löschechsen zu finden. Dann bin ich ja dazu gezwungen, die zu kaufen. Antifeuerrüstung, Brandschutz. Eine von Goron für Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein. Ich muss sie ja kaufen. Es geht ja gar nicht anders. Ja, der Helm kostet mal entspannt 2000. Dann muss ich doch schon hier verkaufen. Nee, antike Sachen ja nicht. Aber wie viel ist ein Rhodonit wert? 210, ja. Verkaufe ich immer zwei. Können wir machen. Haben wir schon mal ein bisschen was. Zwei Tupas. Gebonkt. Opal, 60 immerhin. Ich lasse mal von jedem eins übrig. So, Bernstein haben wir noch. Perfekt. Ich will die Rüstung eigentlich komplett haben, weil ich vermute mal, dass der Effekt nur gilt, wenn man die komplett hat. Ein Saphir ist auch viel wert. Passt. Ja, 300, aber den Sternsplitter will ich ja aufbewahren. Und ansonsten. So. Die Hose nehme ich gerne an mich. Die Antifeuerhose. 2000, dafür müsste ich noch eine Sache verkaufen: einen Edelstein. Verdammt, jetzt muss ich meinen gesamten Reichtum schon wieder aufgeben. Naja, kann ich auch Schleimgelees verkaufen. Ich habe 50. Gebe ich immer 45. Aber ihr seht, auch mit denen kann man ganz gut Geld machen. Also die sollte ich definitiv auch bekämpfen, wenn ich sie sehe. Weil die sind ja auch nicht stark. Steinerne Helm, den Handwerker in Goronia an Touristen verkaufen. Er umschließt den Kopf vollständig und schützt so vor Brandverletzungen. Tja, bei uns ist alles ausverkauft. Jetzt muss uns der alte Brohan erstmal neue Ware liefern. Ja, das ist ja kein Problem. Ich habe ja gerade alles gekauft. Wie du vielleicht gesehen hast, vielleicht auch nicht. Sehr schön. Jetzt bin ich tatsächlich vor der Gluthitze geschützt. Und kann mich ganz entspannt umsehen. Übernachtungen. Hallo Reisender, übernachte bei uns und gönne deinen müden Knochen eine Pause. Könnte ich machen, brauche ich aber nicht, danke. Aber Pausen sind doch wichtig. Gerade nicht. Mal gucken, was die Stadt sonst noch zu bieten hat. Was haben wir hier? Ah, sehr schön. Einen, ja, wie nennt man das? Verbrauchsgegenstandsladen, so irgendwie. Eispfeile, die nehme ich doch auch gerne. Ich kann mir nur drei leisten. Sehr schön. Was haben wir denn da? Sind das Feuerpfeile? Ja. Ist aber sein Lettern Goron-Gewürz. Eine geheime Gewürzmischung der Goronen mit langer Tradition. Wenn die anfängliche Schärfe verflogen ist, bringt es die süße Note der anderen Zutaten zum Tragen. Und Rohrzucker haben wir. Ach, es ist frustrierend, dass ich so arm bin. Ich fürchte fast, ich muss dann auch erstmal wieder Erze suchen gehen. Und da hätten wir die Möglichkeit zu kochen. Haben wir irgendwas noch? Ich habe ja notgedrungen schon das meiste roh gegessen. Nee, allzu viel haben wir leider nicht mehr. Die beiden könnte ich braten. Nee. So. In die Hand. So. Fleischspieß. So, was haben wir hier? Sprechen. Mein kleiner Bruder, dieser Kreidekopf, kommt einfach nicht nach Hause. Ich frage mich, was er sich dabei denkt. Bruder? Mein geliebtes Bruderherz Gunguron ist natürlich abgehauen. Er hat irgendwas davon gefaselt, das Geheimnis des Helden auszugraben und schon war er weg. Ach, Gunguron, was denkt er denn? Was denkst du dir nur bei solchen Sachen? Geheimnis?
Südwestlich des Marugo-Teichs im Marugo-Tunnel ist eine aufgebende Mine. Hinter einer undurchdringlichen Felsschicht dort ist kein Erz, sondern das Geheimnis des Helden versteckt. Zumindest wenn man dem Kollegen des Cousins, meines Vaters, glauben darf, der es rum erzählt hat. Was sollen solche Träumereien? Er sollte besser in der Realität bleiben und einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Der verlorene Bruder. Das Geheimnis des Helden. Das hat natürlich auch was mit mir zu tun und ist somit für mich interessant. Aber sonst haben wir eigentlich alles, das der Ausgang. Was haben wir hier oben noch? Was ist das für ein Laden? Die trainieren an den Schneidklippen im Norden des Todesberges. Wenn ihr zusehen wollt, kommt zu den Schneidklippen, gezeichnet Baket, Heal und Kavita. Okay. Die trainieren also und haben wir irgendwie ein Spielchen gespielt. Und da oben haben wir noch einen Schrein. Ist es der? Ich weiß gar nicht, ich markiere ihn mir einfach mal. Ändern. Was habe ich für Schreine genommen? Ich mache das einfach so. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich mich schon Richtung Titan wagen soll. Eher nicht. Ja, jetzt kommen die Löschechsen angelaufen. Ja, schön. Ein Steinspalte. Ein wuchtiges Goronenschwert aus massivem Metall. Es besitzt keine Schneide, aber es braucht auch keine. Wo es hintrifft, wächst kein Gras mehr. Dann tausche ich das gegen meine helle Bade, die eh fast kaputt ist. Und nehme das gute Gerät mal mit. So, wir könnten dieser Quest folgen. Und den verlorenen Bruder finden, der das Geheimnis des Helden lüften wollte. So, dafür bräuchte ich noch ein paar Details. Tagebuch. Marugo-Tunnel südwestlich des Marugo-Teichs. Das ist da. Irgendwie die Goronen sind... Oh, guck mal, wer ist das denn? Tukatschin. Oh, wer bist denn du? Ein Reisender. Aha. Wer bist du? Ein Reisender. Aha. Schönes Gespräch, dankeschön. Und das? Ach, das ist er. Ach, verstehe. Wo ist denn der Marugo-Teich? Ne, da ist ja der Ausgang. Moment, da muss ich ja da durchlaufen. Das finde ich schon ganz interessant. Zu wissen, was das Geheimnis des Helden ist. Jetzt laufen hier Löschechsen um Ass rum, jetzt da ich sie nicht mehr brauche. Wir gehen mal mit den Leuten, vielleicht könnt ihr uns helfen. Hugo, dieses Haus gehört Brohan, dem Meisterhandwerker. Kann ich dir weiterhelfen? Brohan? Meister Brohan ist ein genialer Schmied, der die alten Künste weiterführt. Er ist unglaublich streng zu sich und auch zu anderen. Als Teil meines Trainings soll ich die Magmoroks in der Umgebung von Goronia besiegen. Aber den Magmorok am Darunia-See erreiche ich einfach nicht. Ach, wenn niemand anders dahin käme. Ja, das sieht aus, als sollte ich einen Magmorok bezwingen. Haben wir hier irgendwas? Nee, wahrscheinlich auch nicht, außer den Tod. Aber an solchen Orten, finde ich, könnte ruhig was versteckt sein. Weil damit kann ich hier nichts anfangen, das ist ja nur Deko. Nein, 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 nein. Aber auch interessant, hier haben wir wieder so einen heißen Luftstrom, der mir Auftrieb verschafft. Aber wo ist dieser ominöse See? Bago. Ah, ein Hylianer. Was machst du denn hier? In diese Richtung gibt es nichts außer einer verlassenen Mine. Da treiben sich Monster rum. Das ist gefährlich. Ach, das klingt doch gut. Sollten wir nicht zu der Mine? Genau, und da ist auch der Schrein. Ein paar Rubine. Ach, Krüge zerschmetternd. Das erinnert mich an alte Zeiten. Aber dieser Teich war doch... Oder war das was anderes? Wir haben mehrere Quests angenommen. Ach nee, es war hier. Der verlorene Bruder. Nee, aber die Mine haben wir doch auch gehabt.
Momentchen mal, aber da soll ich doch auch hin. Nee. Hab ich es irgendwie falsch im Kopf gehabt? Okay. Was haben wir denn hier? Ach, ein Helm. Aber eigentlich könnten wir auch mal in den Schrein gehen. Das könnten wir wirklich mal machen oder zumindest aktivieren. Jetzt kommt übrigens gleich der Moment der Wahrheit. Ja, meine Brandschutzmedizin hat ihren Effekt verloren und wir leben immer noch. Hurra! Also die Rüstung, die ich mir da gekauft habe, funktioniert. Cool. Finde ich gut. Dann aktivieren wir jetzt den Schrein zumindest mal und schauen mal uns drin ein bisschen um. So, da wären wir auch schon im Inneren des Schreins angelangt. Oha. Das sieht aber sehr leer aus hier. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Shimo Itose. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Schwankendes Feuer im Shimo Itose schreiben. Oder Itose. Wie auch immer. Okay. Okay. Ah, hier muss ich was drauflegen. Mir wird da jetzt spontane Bombe einfallen, als einfach, um es zu beschweren. Nee, die ist zu leicht. Ach, schön. Okay, das war nichts. Hui. Was ist das überhaupt? Das sind Blätter? Guck mal, das sind getrocknete Blätter. Ach, wie schön. Und ein Fass haben wir. Ach, guck mal. Das ist da doch viel besser geeignet für. Perfekt. Haben wir noch irgendwas? Kommt mir so komisch vor. Da oben irgendwie was? Das ist mir hier so gefährlich. Ja, nee, scheinbar nicht. Was ist das für ein Loch? Okay. Finde ich ganz interessant. Gehen wir mal weiter. Okay, habe ich jetzt ein Rätsel gelöst und bekommen dafür, dass ich durch diese Tür gegangen bin. Wow. In diesem Spiel wird man wirklich fürs Atmen belohnt. Fast. Warte mal, das sieht dann eher nach einem Wasserrad aus. Beziehungsweise... Ja, so schwer bin ich dann doch nicht. Da muss Link noch ein bisschen mehr Luxusgeflügel essen, damit, ne, das hier läuft. Was muss ich hier machen? Also wir brauchen ja irgendwie Wasser. Also ich bin gerade verwundert. Geht's da weiter? Guck mal, da ist auch noch irgendwas. Also irgendwie ist das komisch. Und Hallöchen. Ach, ist nur ein Mini-Wächter. Da vorne haben wir Mini-Wächter. Haben die eigentlich auch einen offiziellen Namen? Wir haben es hier zu tun mit Nano-Wächter 2.0. Die 1.0 waren ja so schon schlimm genug, aber die 2.0... Meine Güte. So, und gleich drei Stück davon. Komm mal her. Hat ja auch einen Todesstrahl. Nein, dafür aber ein Schwert. Ein Traum einfach nur. Ist aber schon fast K.O. Perfekt. Gefällt mir. Momentchen mal. Und ich tausche das Kaputte. Gegen das... Habe ich jetzt auch das Richtige genommen? Ja, ein Traum. Perfekt. Oh, das leuchtet echt stark. Schön. Und ein paar antike Teile, aber die sind absolut kein Problem. Und die sind sehr gut auch um... Wow, ein Schlag. Die sind auch sehr gut, um antike Teile und antike Waffen zu farmen. Boah, die sind schwach. Meine Güte. Habe ich mir weitaus schlimmer vorgestellt. Okay. So, was haben wir hier noch? Für Treppchen. Eine Truhe. Machen wir mal die Truhe auf. Bitte Rubine oder Edelsteine. Danke sehr, ein Rhodonit sogar. Siehst du, meine Bitten werden jetzt erhört. Finde ich sehr gut. Ja, und jetzt? Momentchen mal. Warum ist da oben so eine Aussparung? Was genau? Ach, da oben. Geht's weiter? Wo komme ich da hin? Eine verschlossene Tür. Sehr, sehr schön.
Nur der Schlüssel will noch gefunden werden. Was haben wir hier noch? Noch so ein Gedöns. Haben wir hier noch ein Fass oder muss ich das andere holen? Hm? Das ist alles sehr verbunden hier. Momentchen mal. Und das löst nur genau was aus? Ach, dass das hochgeht. Okay, ich verstehe. Es wird wohl kein Wasser sein, was das Rad in Bewegung setzt, sondern irgendwas Schweres. Die Frage ist nur, warte mal, hier, habe ich die schon aufgemacht? Nee, logischerweise nicht. Oh, Eispfeile, 10 Stück, danke sehr. Die brauche ich wirklich dringend und ich fürchte auch fast, dass ich die jetzt zum Rätsel lösen brauchen werde noch. Momentchen mal. Also, wie genau funktioniert das hier? Ich brauche irgendwie... Kann ich nicht? Ist die Truhe eigentlich magnetisch? Nee, natürlich nicht, aber... Ach... Ich bin auch gut, aber diese schwere magnetische Metallkugel ist magnetisch. Noch ein Stück? Nein? So? Na. Weißt du was, Link? Nimm sie einfach in die Hand. Ui, die Kugel hat wieder von. Nein. Ach, ich kann sie nicht in die Hand nehmen. Nein! Die Kugel hat wieder von. Stopp! Sie rennt weg. Halte den Dieb. Wollte ich den Dieb, die Kugel. So. Das ist dann doch ein bisschen viel für Links Spargelärmchen. Wobei, die Kugel sieht aber auch schwer aus, muss man einfach fairerweise sagen. Und sie hängt so ein bisschen fest und die Kugel hat wieder weg. Nein, 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 nein. Also irgendwie will die nicht so wirklich, glaube ich. Ich glaube, die Kugel mag mich nicht. So, ich mache das jetzt ganz eng an mich, damit die nicht wieder irgendwo hängen bleibt. So. Das Magnetmodul zu nutzen will gelernt sein. Oh, jetzt darf ich das jetzt... investieren. So, ne? Perfekt, das passt. Und dann kommt das Dingens runter. Ich würde fast wetten, dass ich das mit einem Eispfeil löschen muss, beziehungsweise muss ich da die Pflanze da verbrennen? Was ist hier gefordert? Was nützt mir das, das zu verbrennen? Ah, dann verbrennt das Holzdingens auch und da kommt eine Kugel raus und die muss da runter, sonst geht das nicht, glaube ich. Verstehe. So könnte es sein. Problem nur, ich habe keinen Pfeil mehr. Ich habe einen Feuerpfeil noch. Wenn der sein... Ja, den könnte ich ja auch nehmen. Ich muss mal wieder Pfeile kaufen. Also ganz dringend Feuer, Eis und normale. Soll ich es löschen? Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, man soll hier wirklich... So, jetzt sind meine Bogen... Nein, meine... Bogenskills gefragt. Ach, muss ich hier gar nicht. Kann ich einfach so machen. Warte mal. Perfekt. Und das Ding ist weg. Sehr schön. Nice. Okay, jetzt habe ich das hier freigeräumt, dass hier eine Kugel runter kann. Ach, dann brauche ich das ja gar nicht mehr. Dann kann ich die Kugel wieder nehmen. Brauche ich das Feuer ja nicht mehr. Und kann zum nächsten Schalter gehen und weitermachen. Aber mir gefällt der Schrein bisher sehr, sehr gut. Ich mag ihn. So. Ha. Jetzt passiert was. Oh, Kugel drunter. Nein, das kommt. Nein, bleib hier. Hier geblieben. Oh, die Kugel, die mag mich nicht, glaube ich. So. Okay, jetzt hat sich irgendwas... Ach, das Tor. Aber noch fehlt ja die Kugel. Wo ist denn der Schalter, dass hier die Kugel runterkommt? Momentchen mal. Also, das war der Schalter, dass das Feuer runterkommt, ja. Ist denn hier noch einer? Ist er unten irgendwie vielleicht irgendwo? Was genau muss ich jetzt tun? Oder muss ich die Kugel nehmen und auf das Rad legen? Kann natürlich auch alles sein. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Weil noch bringt es mir ja nicht viel. Nee. Nee, das funktioniert anders. Ich will auch mal wissen. Nein. Wo überhaupt...
da hinten die Kugel denn herkommen soll. Wo kommt die denn her? Ach, von da. Okay. Aber wie löse ich das aus? Da ist ja nur das Feuer. Oder muss es wirklich gelöscht werden? Ich kann es mal probieren. Wenn nicht, verschwende ich halt einen Eispfeil. Aber glaube ich eher nicht. Ich habe es gelöscht auf jeden Fall. Ob das was gebracht hat, ist die andere Frage. Und es kommt ein neues. Also nein, das war hier nicht gefordert. Okay. Warte mal. Wie aktiviere ich den Mechanismus, dass hier eine Kugel rauskommt? Ich gehe doch nochmal runter. Vielleicht... Der muss hier ja irgendwo sein. Oder ist er da drin? Aber erst brauche ich den Schlüssel. Aber wo ist der? Da könnte der sein. Aber man muss sich die Kugel vielleicht irgendwie drüber heben. Das könnte natürlich auch... Aber kann ich ja gar nicht wirklich. Warte mal. Oder ich gehe nochmal runter. Ach, warte mal. Wenn ich die Kugel... Moment, die liegt doch drauf. Ach, geht denn das zu, oder wie? Moment mal. Nee. Hä? Wie kriege ich denn das schon wieder auf? Okay. Wenn ich die einfach... da drauf hebe. Wäre das was, oder wäre nicht so? Ich probiere es mal. Wenn ich einfach künstlich die da drauf lege. So, in die Bahn. Oh, ist die Kameraperspektive natürlich gerade wieder optimal. So, noch ein Stück, dass er auch Schwung nehmen kann. Nein, noch ein Stück vorwärts. So, richtig, nein. So. Perfekt. Und jetzt? Ach, ich bin aber auch gut. Jetzt ist natürlich... Ah, ich muss mich draufstellen. Reicht denn auch der Schwung noch? Ich glaube nicht. Das ist nämlich... Ah, ein Schutz, damit ich das nicht so machen kann. Nein, tatsächlich, es hat gereicht. Wahrscheinlich nur, solange es sich dreht. Also ich schätze, ich muss mich beeilen. Oder? Ja, mhm. Verstehe. Nu? Haben wir den Schlüssel gefunden? Ein kleiner Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet verschlossene Türen und antike in antiken Schreinen. Alles klar, wir haben den Schlüssel. Ist hier oben noch etwas? Ach. Komme ich wieder runter? Und wo genau war nochmal die Tür? Die war da, ne? Ja. Perfekt. So, Moment. Aha. Da ist der Ausgang. Und was, warum hängt da Feuer? Und was macht dieser Schalter? Muss ich die Kugel mitnehmen? Brauche ich die doch noch? Nee, aber ich muss jetzt... Ach, das Fass brauche ich. Ach, ich verstehe. Nee, warte mal. Hä? Ich habe doch hier Feuer. Oh, nein! Verdammt! Ach, das... Ich dachte schon, das wäre das... Ich habe mich irgendwie zum Ziel gemogelt. Nein, nein, Quatsch. Ach, guck mal, hallo. Felsenspalt... 42? Oh, hallöle. Meine hat ja nur... Ach, Felsenspalter. Ich habe nur den Steinspalter. Also den Zahnstocher. Und hier ist die bisschen bessere Version. Schwert aus einem speziellen Metall, das nur in der Nähe von Goronia abgebaut wird. Der Schwerpunkt ist in der Spitze, wodurch es beim Schwingen große Wucht aufbringt. Schön, schön. Aber das zu verbrennen bringt mir, glaube ich, nichts. Okay, jetzt bin ich aber wieder hier. Verdammt, ich bin runtergefallen. Warte mal, ich bin komplett den Faden verloren, die Orientierung. Momentchen mal. Ach genau, jetzt bin ich wieder da. Ja, perfekt, passt wieder. So, Sekündchen. Was bringt es mir genau?
Ach, das... Mh. Ja, das ist die Schwierigkeit, ich verstehe. Moment mal. Jetzt wäre natürlich ein Feuerpfeil hilfreich. Ich kann mich auch hier hinstellen. Ui, da muss ich aber justieren. Beziehungsweise, ich muss einfach gerade schießen. Warte mal. Hm, das ist jetzt nicht schwierig. Ich habe keinen normalen Pfeil. Geht das auch mit einem Elektropfeil? Brennt der auch? Nee. Warte mal, kann auch die Elektrizität das verbrennen? Nein, natürlich nicht. So, die Frage ist, kann ich das überhaupt jetzt machen? Okay, das könnte sich tatsächlich als Schwierigkeit entpuppen. Kann ich es hochklettern? Nein, natürlich nicht. Was für eine Frage. Was habe ich sonst noch? Warte mal. Kann ich das vielleicht mit meinem Meteorstab machen? Kann der das vielleicht sogar schon anzünden? Ja, und ich brenne selber. Das ist ungünstig. Siehst du, gut, dass ich den aufgehoben habe. Mein Herr, ich glaube, ich hätte sogar rausgehen müssen ohne den. Siehst du, und ich habe schon überlegt, den wegzuwerfen. Ich bin begeistert. Ach, schön. So, perfekt. Dann habe ich das Fässchen hier. Und stelle das da drauf. Und bin hier fein raus. Das war sehr schlecht, ich weiß, aber egal. So, hallo Mönch. Was machst du denn da? Was genau hat der in der Hand? Aha. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Danke, danke. Ein Zeichen der Bewährung. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja, aber was ist das für ein Dingens, was er da hat? Schade, ich dachte, das kriege ich auch noch. Dann nicht. Geizkragen, hey. So, und da wären wir auch wieder angekommen auf der Oberwelt, beziehungsweise, ja, in der Welt halt. Aber wir sind auch schon wieder am Ende dieses Parts angelangt. Ich bin zufrieden. Ja, wir haben einen Schrein gelöst. Also der Schrein hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Könnte einer meiner Lieblingsschreine werden. War sehr schön. Aber ja, ich bedanke mich sehr bei euch dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt und sage, bis zum nächsten Video. Tschüss.